Hashtag Moralistbar und Hashtag InstaMeetKiel11. Letzten Mittwoch war das 11. InstaMeet der Instagrammer Kiel in der Moralist Bar. Bunte Getränke und kleine Cocktails zum Probieren, alles was das Fotografenherz begehrt. Wir hatten die Chance, einen der beiden Admins der EGS Kiel zu interviewen. Das ist jetzt knapp 3 Jahre her. Das hat damit angefangen, dass ich mich habe inspirieren lassen wollen durch die vielen Instagram-Fotos weltweit und habe dann gemerkt, dass es in Kiel eine eigene Gruppe gibt und bin dann dazu gestoßen und habe irgendwann gedacht, also nur Fotos posten oder Fotos angucken ist mir zu wenig. Sprich doch mal Michi an, der die Instagram-Gruppe gegründet hat. Mach mal mit. Was ist denn für dich das Wichtigste an einer Instagram-Community, wie es die EGS Kiel jetzt mittlerweile sind? Dass man rauskommt aus der Anonymität, dass man sich kennenlernt, dass man die Leute hinter den Nicknames auch mal persönlich kennenlernt. Und gerade deshalb werden auch natürlich die Instagram-Treffen immer wieder organisiert. Ja. Was ist denn oder ist überhaupt schon vielleicht das nächste Instagram-Treffen im Hintergrund geplant? Dürfen wir vielleicht schon erfahren, ob es irgendwo hingeht bzw. wo es hingeht? Es ist eine Sache in der Arbeit. Ich verrate nur so viel. Es gibt in Kiel Werbeflächen. Und da kann es durchaus sein, dass der eine oder andere sich vielleicht mal mit seinem eigenen Foto auf diesen Werbeflächen wiederfindet. Aber das ist noch in der Arbeit und mehr sage ich erstmal nicht. Viele der Gespräche drehten sich um Themen aus dem Bereich Film und Fotografie. Doch wir wollten von den Instagrammern wissen, warum sie heute bei dem Treffen dabei sind und wie es ihnen bisher so gefällt. Wir haben jemanden gefunden, der ursprünglich aus Ostholstein kommt und mittlerweile in Kiel lebt. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt dabei bin und es ist eine sehr angenehme Stimmung, macht Spaß. Man lernt viele neue Leute kennen. Wie hast du dir das denn ursprünglich vorgestellt, wenn du jetzt das erste Mal dabei bist? Was hast du so erwartet? Nichts anderes. Also ich habe das schon aus vorigen Bildern gesehen, aber ist ja ordentlich was los hier. Ja, was war für dich so die Motivation, zu den EGAS dazuzukommen? Über den Algorithmus von Instagram habe ich das mitbekommen. Und dementsprechend bin ich darauf gekommen, weil ich halt Werbung vorgeschlagen bekommen habe. Und dadurch habe ich das dann gesehen und über Twitter habe ich dann mehr erfahren. Außerdem haben wir eine von den anwesenden Bloggerinnen gefragt, welche Aspekte sie besonders beachtet, wenn sie bei Instagram ein Bild hochlädt. Sie erzählt uns, wieso sie ihr Privatleben nicht mit Instagram vermischt, sondern nur postet, was auch mit ihrem Profil zu tun hat. Das Wichtigste ist halt schon die Ästhetik. Also mir ist ein schönes Bild sehr wichtig. Also ich muss jetzt nicht mein Privatleben mit allen teilen, sondern es geht wirklich um Landschaft. Heute natürlich um schöne Cocktails, ne? Um Farben, um Figuren, um solche Sachen. Auch gerne schwarz-weiß. Natürlich nicht heute. Also genau, die Schönheit, die Ästhetik, die ist mir wichtig. Und da gibt es unheimlich viele auch bei Instagram. Was viele vielleicht nicht so glauben, dass es bei Instagram halt nur so um Personality geht und wo habe ich meinen Kaffee heute getrunken, sondern es sind sehr, sehr, sehr viele wunderschöne Fotos da. Gerade jetzt so in den Zeiten, wo Facebook so ein bisschen am Untergehen ist gefühlt, ist Instagram dann für dich so die wichtigste soziale Plattform momentan oder gibt es noch irgendwas anderes, was du so sagst, das ist momentan der Trend? Also ich unterscheide da, ich habe Facebook zwar auch, aber das ist wirklich rein privat, um mich mit Freunden auszutauschen. Und Instagram ist für mich richtig dieses Social Media, wie man das halt auch wirklich versteht, sich mit Fremden sozusagen online irgendwie zusammentun. Und da finde ich halt Instagram gerade, wenn man was mit Fotos macht, perfekt. Ich habe die Bar von Anfang an betreut. Wir haben im Sommer 2015 hat der Inhaber Erik beschlossen, die Bar zu übernehmen. Hier war vor die Bar 59 drin. Und ich habe ihm im Prinzip geholfen, das Logo zu entwickeln und alles grafisch zu designen. Dann haben wir passend zu den Farben die Möbel ausgesucht, dass eben auch die Farben in der Bar im Prinzip dem Grafikdesign und der Webseite und dem Social Media Auftritt, dass es zusammenpasst. Und das ist im Prinzip meine Aufgabe gewesen, die digitalen und sozialen Medien zu bespielen. Mir ist sofort euer Logo aufgefallen. Das hast du selber entworfen? Ja, genau. Das habe ich selber entworfen. Dementsprechend bist du auch auf Instagram dann aufmerksam geworden dadurch oder war das von vornherein geplant, die Bar auch in den sozialen Netzwerken zu vertreten? Das auf jeden Fall. Wir haben ganz am Anfang hatten wir nur Facebook, sage ich mal, den ersten Monat, aber dann hatten wir relativ schnell nach ein paar Wochen auch Instagram hinzugefügt, weil ich einfach merke, dass man da mehr Interaktion mit den Usern hat. Also da wird schnell mal auf das Like geklickt und deshalb finde ich es auch
auch wichtig, dass man irgendwie, Facebook ist so ein bisschen eingeschlafen und Instagram ist da noch, macht mehr Spaß, da kriegt man noch Kommentare und hat eine richtige Community, genau. Wie ist es denn überhaupt zum Kontakt genau zu den Igas Kiel gekommen? Hat Hans dich angeschrieben oder andersrum? Oder was war für euch so ausschlaggebend zu sagen, ja, wir wollen jetzt mit den Igas Kiel zusammenarbeiten, hier diese Veranstaltung machen? Also ich habe mit meinem privaten Account den Igas Kiel auch gefolgt und habe halt gesehen, dass da immer ja, die Fotos geteilt werden, natürlich eher mit maritimem Charakter oder mit Kieler Charakter. Und ich fand es spannend, dass hier diese Treffen veranstaltet wurden. Habe es leider immer nicht geschafft, habe es aber immer online verfolgt und mir angeguckt, was es da eben für Angebote gab. Und es ist mir eben aufgefallen, dass klar ist, eine Bar jetzt nichts Maritimes oder nicht für Kiel typisch ist, aber auf der anderen Seite sind wir auch ein lokaler Kieler Laden. Und ich habe einfach so viel Spaß daran, die Cocktails und die Drinks zu fotografieren und wollte deshalb gerne den ganzen fotobegeisterten Igas Kiel gerne weitergeben. Und deshalb habe ich dann die Jungs angeschrieben, da hatte Michi mir dann geantwortet und ja, parallel habe ich dann auch ein bisschen mit Hans kommuniziert und so ist es dann. Dann haben wir uns einmal getroffen, überlegt, was man machen kann und sind dann sozusagen zu dem Konzept, wie es dann heute Abend gelaufen ist, gekommen. Wenn du die Community von den Igas Kiel in 2-3 Worten beschreiben müsstest oder in 2-3 Schlagworten, welche wären das für dich? Maritim, fotobegeistert und immer dabei.